wenn man so einen Sieg einfährt und weiß, dass man geschummelt hat, kann man sich da wirklich drüber freuen? Oder hat man so eine Ecke, die sagt, ich freue mich, also irgendwas ist komisch? Also wenn nein, weil man ja weiß, was man geleistet hat. Man weiß ja, man fährt mit der gleichen Chance los. Ach so, weil du selber am Limit, ja. Nee, weil alle das Gleiche machen. Also das, oder so. Viele, nicht alle, aber viele haben sich medizinisch einfach unterstützt. Ja, praktisch angepasst. Und dann ist es wieder eine Art Chancengleichheit, ja. So kann man das sagen. Also das war Chancengleichheit. Man muss natürlich auch sagen... In der Gruppe derer, die schummeln, ist es schon. Aber was ich sagen kann, und das spreche ich, glaube ich, für jeden Sportler, keiner hat gern gedopt. Also keiner dopt gern, keiner macht... Weil sie auch Angst haben vor den Nebenwirkungen? Nicht mal das, sondern das macht ein Sportler, will ja auch irgendwo fair gewinnen. Ja, und das ist, man kommt da hoch und dann kommt man auf einmal in die Profiklasse. Und damals war es halt so, da hat ein anderer Wind geherrscht. Mhm. Und dann verfolgst du deinen Traum und du weißt, du kannst das, du hast das Talent. Du steuerst alles praktisch dein ganzes Leben lang auf diesen Sport aus. Und du hast deinen Traum und den willst du verwirklichen. Und da musst du... Bist du jetzt ein Profi? Du bist ja auch geködert. Ja. Wir haben gerade im Zuspiel gesehen, Sie wurden als Jahrhunderttalent bezeichnet. Sie müssen auch einen wahnsinnigen Körper haben, also belastbaren Körper. Denn in der Zeit, in der dann das vorbei war mit dem Radfahren und Sie in ein tiefes, tiefes Loch gefallen sind, da haben Sie nicht nur Drogen genommen, da haben Sie nicht nur sehr viel getrunken, da haben Sie auch was Selbstzerstörerisches gehabt. Sie sollen an einem Tag so eine... Kann man das Mutprobe nennen? Eigentlich ist es eine Blödheitsprobe, wenn man so will. Absolut. Sie haben an einem Tag 700 Zigaretten geraucht. Ein normaler Mensch, glaube ich, wäre dahin. Allein von diesem Tag. Warum haben Sie das gemacht? Eigentlich ist in der Frage schon sehr viele Antworten. Das war so eine Art, nicht bewusst, aber eine unbewusste Selbstzerstörung. Hass auf sich selber. Sich da nicht rausgekämpft zu haben, selber nicht stark genug zu sein, dann auch noch die Ehe zu verlieren. Ja, und ich konnte mich einfach auch nicht mehr im Spiegel angucken zu der Zeit. Mhm. Und was extrem ist natürlich, wenn man dieses Teufelzeug mit Kokain und harten Alkohol vermischt, dann ist man ein anderer Mensch. Man ist nicht mehr du selber. Ja, und dann passieren solche... ekligen Sachen, wo ich absolut nicht stolz drauf bin. Nein. Jan, bleiben Sie ein gefährdeter Mensch? Müssen Sie auf sich aufpassen? Ich glaube, dass ich sehr, sehr aufpasse. Ich versuche eigentlich meine Mitte, die ich jetzt gefunden habe, glaube ich, nach 5 Jahren, also das war ja vor 5 Jahren, wo ich fast gestorben wäre durch Drogen und durch Alkohol. Ich habe mich da wieder rausgekämpft und habe jetzt so meine Mitte gefunden. Und ich kenne ja ganz oben, ich kenne ganz unten. Und jetzt Mitte fühlt sich stabil an. Ja, man kann nicht mehr so ausschwenken, man jagt nicht mehr extrem hinterher. Dann lasse ich natürlich mittlerweile seit vielen Jahren Alkohol und die Drogen weg. Ganz weg Alkohol? Ja. Ich hab's nicht ganz geschafft in den 5 Jahren, muss man auch sagen. Ich hatte einen Rückfall, einen kleinen Rückfall im Urlaub, damals in Kuba. Aber habe dann auch gleich meine Werkzeuge zur Hand gehabt, habe gleich mich dann auch angemeldet, wo ich zurückgekommen bin, wieder zu meinem Psychologen in die Klinik gegangen, um das gleich zu stoppen. Und das Schwere war ja für mich, ich konnte keine Hilfe früher annehmen. Ich dachte, ich habe die Tour de France gewonnen. Ich habe von Anfang an aus meiner Kindheit immer gelernt zu kämpfen. Und wenn man stürzt, aufstehen, nicht rumjammern, selbst machen. Ja, das, so wurde ich trainiert und so habe ich funktioniert. Und das habe ich halt nicht alleine mit mir ausmachen können. Und deswegen... Ich glaube, wer auch so kämpfen kann, der kann auch leidensfähig sein. Und deswegen kam es auch immer über die Jahre, hat mir das aufgefressen. Ich wurde schwächer und schwächer. Aber ich habe mir eigentlich nicht verziehen, dass ich das nicht selber gepackt habe. Mhm. Also ich hab einfach keine Hilfe angenommen. Das war meine große Dummheit. Heute weiß ich das. Was Sie inzwischen getan haben, und zwar auch in richtig tiefgehender Form. Ja. Ich habe vorhin in dem Gespräch mit unserer Bundesaußenministerin gesagt, dass dieses Gespräch, also diese Runde, aufgezeichnet wird. Deswegen hatten wir auch noch nicht das aktuelle Ergebnis Deutschland-Dänemark im Frauenfußball. Wenn wir jetzt live laufen würden, dann hätten wir Sie ganz ans Ende gepackt der Sendung, weil Sie um Mitternacht einen ziemlich runden Geburtstag feiern. Oh. Nämlich den 50. Richtig.
Ich bin halb Italiener, deshalb verkneife ich mir jeden Glückwunsch. Wer weiß, wozu es führen könnte. Aber was wünschen Sie sich jetzt zur Lebensmitte? Ich wünsche mir natürlich neben den üblichen Gesundheit und so weiter, wünsche ich mir wirklich, dass ich keine Zeit mehr verliere in meinem Leben. Also ich habe viele, viele Jahre mit Dummheiten und Fehlern verbracht und habe so viel gebraucht, dass ich mich immer öffnen kann, dass ich mein Leben verarbeite. Und das habe ich viele schöne Jahre auch mit meinen Kindern versemmelt, sage ich jetzt mal. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte eigentlich meine Lebenszeit, die ich noch habe, die zweite Hälfte des Lebens sozusagen, möchte ich damit verbringen, wirklich die Zeit zu nutzen auch, um wirklich auch wieder glücklich zu sein und auch lange zu bleiben. Auch aus dem Rad. Das ist das Schöne daran, dass ich diesen Sport nach wie vor über alles liebe. Ich habe mal gesagt, das ist ja. Thank you.